Wenn es nun doch eine vollkommen harmlose Erklärung gibt. Welche denn? Christoph hat unterwegs gemerkt, dass seine geliebte Jacke fehlt und ist deswegen zurückgekommen. Naja, das vielleicht nicht gerade, aber vielleicht ist sein Termin in Hamburg geplatzt. Und weil er sowieso gerade in der Nähe zu tun hatte, wollte er seine Jacke holen, bevor er nach Friedenau zurückfährt. Ich glaube auch nicht, dass Susanne Ihnen von seinem bevorstehenden Besuch erzählt hätte, wenn sie sein... Geliebte, sagen Sie es doch ruhig. Wenn Susanne und Christoph ein Verhältnis hätten. Oder sie hatte Angst, dass er jeden Augenblick um die Ecke kommt. Wenn oder vielleicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Christoph dich betrügt. Das passt einfach nicht zu ihm. Das passt alles wunderbar zusammen. Susannes Einzug auf Friedenau, ihre langen Gespräche, ihre Ausritte, seine wiederentdeckte Motorradliebe. Ja, das mag vielleicht alles so aussehen, aber diese Heimlichtuerei passt absolut nicht zu ihm. Wenn Christoph wirklich in Susanne verliebt wäre, dann hätte er dir das erzählt. Allein schon, um klare Verhältnisse zu schaffen. Oder er wollte sich ein Hintertürchen offen halten, falls sie ihn nicht will. Aber ohne mich. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Nein, es ist aus. Endgültig. Und findest du es fair, mit Christoph Schluss zu machen, ohne vorher mit ihm zu sprechen? Er hat mit mir auch nicht gesprochen, nachdem er sich mit diesem Mädchen eingelassen hat. Vielleicht hat er nichts erzählt, weil er nichts mit Susanne hat? Das glaubst du doch selbst nicht. Ich habe überhaupt keine Lust, mir irgendwelche Ausflüchte anzuhören. Gib ihm doch wenigstens eine Chance, die Sache aufzuklären. Schließlich habt ihr in eurer Beziehung schon öfter Krisen durchlebt, ohne euch gleich zu trennen. Da war aber keine andere im Spiel. Entschuldigt mich, ich muss mich kurz hinlegen. Ja, klar. Meinst du, es ist wirklich aus zwischen den beiden? Aber doch sagen, dass es Abendessen gibt? Ich glaube, es ist besser, wenn wir sie erst mal schlafen lassen. Wie du meinst. Auf dass sich zwischen Christoph und ihr alles wieder eindeckt. Hm? Barbara. Ich dachte, du schläfst. Ja, das wollte ich eigentlich auch, aber ich kann nicht. Ich bin so durcheinander. Ja, das ging mir an deiner Stelle bestimmt genauso. Aber auf diese Weise bin ich wenigstens in Ruhe zum Nachdenken gekommen. Dann hast du es dir doch nochmal überlegt? Was auch passiert, ich werde Christoph unter gar keinen Umständen kampflos dieser 20-Jährigen überlassen. Unsere Beziehung hat so viele Krisen überstanden, da wird sie auch diese kleine Romanze überstehen. Das klingt ja schon viel besser. Wenn ich dann mit Christoph gesprochen habe, dann wird er einsehen, dass sein Verhältnis zu Susanne nichts anderes als eine außer Kontrolle geratene Vater-Tochter-Beziehung ist. Das hoffe ich für dich. Da bin ich ganz sicher. Es wird eines Tages an der Türe klingeln. Christoph wird mich um Verzeihung. Für dich. Christophs Handschrift. Er wird es bestimmt zuerst mit einer schriftlichen Entschuldigung versuchen. Na dann,